Diese ganze Angelegenheit ist höchst vertraulich, Watson. Sind Sie mit Ihren Aufzeichnungen auf dem Laufenden? Die Nachwelt verdient einen genauen Bericht über Ihre Ermittlungen, Holmes, selbst wenn die gegenwärtigen Generationen nichts davon erfahren dürfen. Naja, und deswegen ist das ein Lost Fall geworden, ne? Der nicht veröffentlicht werden durfte. Ich kenne keinen der Verdächtigen. Sie vielleicht? Lawton ist der einzige vertraute Name, aber ich bin nicht sicher, warum. Vielleicht könnten wir die Spuren diskret vom Ministerium aus verfolgen. Für den Moment ist das Ministerium Sperrgebiet und Polizeinachforschungen stehen natürlich außer Frage. Diese Zusammenfassung wird unsere Untersuchungen bestimmen. Wir müssen Mycrofts Verdachtsmomente ohne die Hilfe anderer Staatsdiener verfolgen. Ja, das stimmt. Kellys könnte bei der Suche nach einigen der Verdächtigen helfen. Haben Sie es irgendwo gesehen? Unbezahlbares Buch. Liegt hier irgendwo rum. Vielleicht auf dem Teetisch. Ein Team von Archäologen und eine kleinere Ausgrabung dürften es wieder zutage fördern. Mycrofts Verhalten ist bezeichnend für die beiden Pole seines Charakters. Er ist scharfsinnig und faul. Was meinen Sie damit, Holmes? Er war aufmerksam und rigoros bis zu dem Punkt, an dem seine Analyse in körperlichen Einsatz ausgeartet wäre. Er vermutete Gefahr und traf Vorkehrungen, verfasste eine kodierte Nachricht, bat um Hilfe. Aber jetzt liegt er im Krankenhaus, weil er die Gefahr für sich selbst falsch eingeschätzt hat. Und zwar deshalb, weil die Handlungen, die eine korrekte Einschätzung erfordert hätten, ihm zu lästig gewesen wären. Typisch. Was ist mit den anderen Vorkehrungen? Wer ist die Wahr? Professor James DeVore ist Chemiker an der Londoner Universität. Ich vermute, dass er entweder an der Erfindung oder der Perfektion der Sprengstoffformel beteiligt war, die Mycroft erwähnt. Warum ihn in Bermondsey verstecken? Eine Formel ist oft mehr ein Wegweiser als ein exaktes Rezept. Mycroft mag sich gedacht haben, dass dem Erfinder von Seiten der Diebe Gefahr drohte. Sollten wir nicht nach ihm sehen? Das müssen wir allerdings. Aber es steht auf meiner Liste nicht ganz oben. Mycroft hat schon alles Nötige für die Ware getan. Das stimmt allerdings. Auf Mycrofts Liste der möglichen Verbrechen fehlt nur ein einziges. Ja, ich weiß. Er dachte nicht, dass man ihn umbringen könnte. In Bezug auf seine anderen Verdachtsmomente sind die Mitglieder des Ausschusses die offensichtlichen Kandidaten. Das Offensichtliche zu vernachlässigen ist immer ein Fehler, Doktor. Obwohl ich bezweifle, dass sie direkt beteiligt waren, sind die Verbrechen doch zweifellos miteinander verbunden. Wir müssen an drei Fronten ermitteln. Wer hat die Formel gestohlen und warum? Wer hat die Untersuchung beendet und warum? Und wer hat versucht, Mycroft zu töten? Im Moment werde ich meine Suche nach Mycrofts Möchtegern-Mörder nicht für die anderen beiden zurückstellen. Ja, aber so wie das doch aussieht, sind diese ganzen Fragen miteinander verbunden. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Ach so, warte mal, Bücherregal. Folierte, irgendwo, das war hier. Ah, Verzeichnis. Aha. Genau das brauchen wir. Silverbridge, Pratt und Lord Lawton sind in Kellys aufgeführt. Die anderen müssen wir mit etwas mehr Fantasie ausfindig machen. Ja gut, aber dann haben wir wenigstens schon mal drei, ne? Dann würde ich mal sagen, ja, machen wir uns mal auf zu einem von denen, ne? Es ist Zeit, unseren Zug zu machen, Watson. Gehen Sie voraus, Holmes. Ich folge Ihrer Führung. Wir brauchen Antworten, jede Menge Antworten. Oder Hinweise. Und die einzige Spur, die wir jetzt im Moment haben, sind die Namen und die Adressen von diesen drei Leuten. Vielleicht kommen wir ja über die dann an diese anderen Leute ran. Weil es waren ja noch mehr involviert. So. Ja, dann gehen wir doch direkt mal zu dem, ne? Das ist ja einer von denen. Lord Lawton. Kann ich Ihnen helfen, Gentlemen? Ja.
Abgesehen von dem Puder auf seiner Hose und dem blauen Fleck zwischen Daumen und Zeigefinger, seiner linken Hand ist Lord Lawtons Angestellter das perfekte Abbild eines Butlers, alt, steif und herablassend. Toll. Na, das ist unhöflich. Ja, wir machen mal besser höflich. Ich bin Sherlock Holmes. Könnte ich bitte mit Lord Lawton sprechen? Darf ich sagen, dass es eine Ehre ist, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes und Dr. Watson, wie ich vermute. Ich werde sehen, ob seine Lordschaft zu Hause ist. Oh, warte, wenn er weg ist, dann können wir... Schau. Diese Couch im Queen-Anne-Stil, die in der früheren Generation eher à la Mode gewesen ist, sieht immer noch bequem aus. Aua. Das ist aber staubig. Viele der Möbelstücke in diesem Zimmer würden durch die kräftige Anwendung von Reinigerpolitur und Muskelschmalz erheblich gewinnen. Was haben wir hier? Ein ledergebundenes Album mit einem handelsüblichen Messingverschluss liegt geschlossen auf dem Tisch. Diese Art von Buch enthält üblicherweise Sammelseiten für Briefmarken, Fotos, Zeichnungen, Gedichte oder sonstige Sammlerstücke. Das Album ist abgeschlossen. Rund um das einfache Schloss sind ein paar Kratzer zu erkennen. Irgendjemand war sehr unachtsam mit dem Schlüssel oder hat versucht, das Schloss mit einem anderen Gegenstand zu öffnen. Der Lack dieses großen Ebenholz-Bösendorfers glänzt. Im Gegensatz zu so vielem anderen in diesem Zimmer zeigt es deutliche Spuren regelmäßiger Pflege. Ein kleines rotes Kästchen steht neben dem Notenständer. Aha, das klingt interessant. Das kleine zerbrechliche Döschen ist in rote Seide eingeschlagen. Es ist neu und unbeschriftet. Solche Kästchen verwenden Juweliere gerne. Ach so, also für einen Ring oder sowas, ja? Der neue Notenständer aus Kirchenholz lässt vermuten, dass der Pianist öfter mindestens einen anderen Musiker oder Sänger begleitet. Zwei anspruchsvolle Partituren stehen offen und aufrecht im Notenständer des Solisten. Zwei antike, in Girodes Knoten geknüpfte Aubussons bedeckten einen Teil des Parkettbodens. Das Alter hat ihre Farben etwas verblassen lassen, aber eine handfeste Wäsche und kräftiges Abbürsten würden zumindest einen Teil ihres früheren Glanzes wiederherstellen. Also irgendwie alles so ein bisschen runtergekommen. Also das können wir, okay, die Porträts vielleicht. Diese schmutzig-braunen Porträts zeigen alte Wikinger mit markantem Kinn, ovalem Kopf und blonden Haar. Wahrscheinlich sind es Lawtons Vorfahren. Ihre charakteristischen Merkmale sind so dominant, dass man sich trotz aller Wissenschaft fragt, ob sie wirklich auch Mütter hatten. Sonst ist hier nichts mehr. Oh, wir können horchen. Das sollen wir mal machen. Einige unmelodische Geräusche und das unverwechselbare Klicken von Elfenbein-Billardkugeln sind zu hören. Boah, das heißt, er lässt uns hier warten, während er Billard spielt. Wie ist der denn drauf? Gibt es eigentlich einen idiotischeren und ärgerlicheren Ausdruck als den? Worüber quasseln Sie da, Holmes? Zu Hause, darüber. Ein lächerlicher Begriff. Entweder erzählt er uns, dass Lawton zu Hause sei, was wir schon wissen,
Oder er behauptet, Lawton sei nicht zu Hause, was deutlich beweisbar falsch ist. Der ganze Kram macht ihn zum Lügner und uns zu Narren. Beruhigen Sie sich, das ist doch nur eine gesellschaftliche Konvention. Sie ist dämlich und lästiger als die meisten anderen dieser lächerlichen Relikte. Wenn der Mann uns nicht sehen will, was spricht dann gegen ein paar klare Worte? Ja, das stimmt allerdings. Das Haus ist ziemlich heruntergekommen. Wäre es unhöflich, nach dem Grund des Niedergangs zu fragen? Ganz im Gegenteil, es wäre unnatürlich, sich darüber keine Gedanken zu machen. Die Details könnten recht interessant sein. Der Niedergang scheint auf reiner Nachlässigkeit zu beruhen. Es könnte eine familiäre Tragödie oder finanzielles Missgeschick gewesen sein. Es wäre unfein, darüber zu spekulieren. Unsinn. Kaum eine menschliche Aktivität ist so banal, dass sie keine gesunde Neugier wert wäre. Das Gegenteil von Glück ist per Definitionem interessant. Würden Sie mich als einen taktvollen Menschen beschreiben, Watson? Das wäre zumindest nicht das erste Adjektiv, das mir einfiele, obwohl Sie noch Takt lernen könnten. Die Erfahrung ist die beste Lehrerin, auch wenn Ihre Lektionen oft schmerzhaft sind. Sie haben, glaube ich, bemerkt, wie hingerissen Jenkins von Billard ist. Allerdings, die Menge an Kreide auf seiner Weste lässt eher auf eine pathologische Besessenheit als auf entspannende Freizeitbeschäftigung schließen. Ich frage mich nur, ob wir uns seine Spielbesessenheit irgendwie zunutze machen können. Tja, dann... Lord Lawton bedauert, dass er nicht daheim ist. Sie dürfen Ihre Karte hier lassen, wenn Sie es wünschen. Also ist er nur in den Nebenraum gegangen, um eine Runde Billard zu spielen, um dann wiederzukommen, um uns zu sagen, dass sein Boss nicht da ist. Wow. Okay. Ja, dann, er ist halt blöd mit dem Nachnamen, ne? Da wären wir ziemlich, also da wären wir ja erkannt. Sie können mich jederzeit in der Baker Street 221B erreichen. Hatten Sie ein gutes Spiel? Angemessen. Ich spiele defensiv, habe seiner Lordschaft nicht viel auf dem Tisch gelassen, worauf er zielen könnte. Er würde kein Spiel gewinnen, wenn ich das Diamantsystem beherrschte. Bitte informieren Sie Lord Lawton, dass dies kein reiner Freundschaftsbesuch ist. Wir haben ernste Angelegenheiten mit ihm zu besprechen. In Ordnung, Mr. Holmes. Das könnte für ihn einen Unterschied machen. Okay, warte mal. Wenn wir jetzt wieder gehen, kommt er dann wieder? Was für ein Hin und Her. Nein, Euer Lordschaft, das werde ich nicht. Was? Mr. Holmes und Dr. Watson, Milord. Ah, okay, wir werden vorgelassen. Meine Position erfordert einiges an Strategie. Billard ist ein faszinierender Sport, finden Sie nicht? Ja, ja. Ich kann nichts machen. So, ich würde mal sagen, schauen wir uns erstmal um. Verschiedene Posen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Personen beide Lawton sind. Ihre theatralische Kleidung verrät, dass sie zu alt sind, um Geschwister des derzeitigen Lords zu sein. Doch vielleicht handelt es sich um Tante und Onkel. Die Ähnlichkeit des Dargestellten mit den anderen männlichen Porträts im Haus verrät diesen Herrn als adeligen Lawton. Seine lachenden Augen, aber seine formlose Kleidung und seine spöttisch verzogenen Lippen erinnern eher an einen Gesetzlosen vom Lande. Vielleicht war er beides.